Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Warzone Tipps wie Wachzel. Heute möchte ich mal mit euch über aktuelle Meta- und Klassensetup sprechen und möchte euch mal meine ganzen Loadouts zeigen und wie ich am besten oder am liebsten spiele. Und wir können auch mal gleich ins Spiel hüpfen. So, wir befinden uns jetzt schon im Spiel und ich zeige euch ja mal ganz kurz meine Loadouts. Das hier sind meine 10 Loadouts. Kleiner Fun Fact vorab, am PC habe ich bisher immer das Problem gehabt, dass wenn ich mein Loadout geöffnet habe, ich glaube bei F, auf F ist es bei den meisten, ich habe es auf E geändert, wegen Counter-Strike hatte ich immer benutzen auf E und deswegen, ja, habe ich das mich daran gewöhnt und auch bei anderen Spielen wie Apex und Co. habe ich alles auf E. Auf jeden Fall müsst ihr auf Optionen gehen. Genau, ihr geht auf Keyboard und Maus, geht dann auf Menü Navigation und habt dann hier Navigate to Next Tab. Das Problem, was ich immer hatte, ich habe E gedrückt gehabt und dann zu lange gedrückt gehabt und dann hat gleichzeitig mein Loadout auf die nächste, also auf nicht auf die eigenen Loadouts-Klassen, sondern ist immer auf die vorgefertigten Klassen gesprungen, weil er automatisch, weil ich zu lange gedrückt habe, eben auf den nächsten Tab gegangen ist. Deswegen für alle Leute, die das Problem auch haben, ändert einfach Navigate to Next Tab hier von E auf was auch immer ihr wollt. Es ist völlig egal und dann sollte euch das nämlich zukünftig nicht mehr passieren. Nur als kleiner Funfact nebenbei. So, und hier sind meine Klassen, meine 10. Wir fangen mal von oben nach unten an. Also es ist im Grunde genommen so, ich habe 2 Klassen, die einzelne Waffen besitzen, falls ich vielleicht dann doch irgendwann was gefunden habe oder ähnliches oder später im Spiel bin, wo ich sage, okay, ich möchte direkt mit Geist starten und habe vielleicht schon eine gute Sniper oder habe schon ein gutes Sturmgewehr von vielleicht jemandem aufgehoben. Dafür habe ich die. Die Klassen-Setups. Grau ist so ein All-Time-Classic bei mir und die SPR habe ich seitdem die rausgekommen ist tatsächlich nicht mehr geändert. Meine ganzen anderen Klassen sind tatsächlich mit einer K und die Klassen setzen sich eben wie folgt zusammen. Ich habe immer, also was könnt ihr euch eigentlich immer merken? Es ist der Monolith-Suppressor bei den Modern Warfare-Waffen und der, ich glaube, Agency-Suppressor bei den Cold War-Waffen. Dann in der Regel immer den langen Lauf. Bei der Grau ist es eben der Tempo 26-4. Dazu habe ich dann den Tech-Laser, den Commando Foregrip und das 60er-Magazin. Und damit ist es eigentlich auch schon getan bei der Grau. Weil im 60er-Magazin kann ich, oder ein großes Magazin kann ich für Warzone immer empfehlen, weil die Leute haben alle Platten. Das ist ja irgendwie auch logisch. So, dazu dann eben eine Pistol. Secondary ist in dem Fall eigentlich relativ egal. Ich habe jetzt in dem Fall die Deagle genommen, einfach weil sie zu dem Loadout passt, beziehungsweise zu dem Gold-Design. Meine Perks sind in der Regel immer Double Time. Ich bin aktuell am Überlegen, ob ich vielleicht auf EOD wechsle, um weniger, ja, Explosionsschaden zu nehmen. Es ist mir, ja, kommt mir in gewissen Situationen tatsächlich öfter zugute. Beziehungsweise, ja, es ist öfter mein Todesgrund, weil eben Semtex oder C4 oder ähnliches. Dann natürlich Geist, um die Drohnen und den Heartbeat-Sensoren zu entkommen. Ansonsten bei den anderen Klassen habe ich immer Overkill drin. Und Tracker habe ich auch, falls ich dann doch mal einen Gegner chase. Oder auch im Late-Game hilft der Tracker tatsächlich sehr oft und sehr gut. Und dann habe ich immer C4, weil das wurde letztens ja auch wieder gebufft. Das ist noch gar nicht so lange her. Du kannst es wieder deutlich weiter werfen, deswegen ist C4 meiner Meinung nach wieder sehr stark und ich habe den Heartbeat-Sensor, um immer einen gewissen Überblick zu haben. Die Klasse mit der SPR sieht von den anderen Waffen ähnlich aus. Ich kann euch noch mal kurz meine Waffe zeigen. Wie gesagt, Monolith-Suppressor, dann wie gesagt der lange Lauf, dazu dann den Tech-Laser, das Sniper-Scope und das beste Magazin mit den größeren Bullets, damit ihr eben mehr Damage macht. Tarnung könnt ihr euch, wie gesagt, das war glaube ich in dem Fall ein Blueprint, Tarnung könnt ihr euch in dem Fall ausdenken. So, als nächstes haben wir noch eine alte Meta-Klasse, die DMR und MAC-10. Als Cobra rausgekommen sind, waren die beiden Waffen einfach unglaublich stark. Die MAC-10 ist immer noch unfassbar stark in Close Range. Die DMR haben sie jetzt wirklich extrem genervt. Gerne aber gerne auch nochmal hier auf mein Loadout eingehen. Die anderen Perks sind wie oben auch in der Regel immer dieselben. Nur hier habe ich jetzt statt Geist eben Overkill drin, weil wir ja 2 Primärwaffen haben. Die DMR haut sich wie folgt auf. Wir haben, wie gesagt, den Agency Silencer, weil der eben dieselben Mehrwerte bringt wie der Monolith, sprich verlängerter Schaden, verlängerte Reichweite, so rum. Dann hier nicht den längsten Lauf, sondern den für mehr Fire Rate. Dann habe ich hier das Dreifach-Scope, den Field Agency Foregrip, einfach für die besseren Recoil-Control. Und dann habe ich das 40er-Magazin, weil 20 waren wir tatsächlich doch zu wenig, obwohl die schon extrem Schaden gemacht hat, aber sobald 2 oder 3 Gegner gekommen sind, ja, war es eben Ende im Gelände und deswegen habe ich gesagt, komm, machen wir die 40er rein. Und so setze ich meine DMR zusammen, meine MAC-10. Hier müsst ihr euch merken, für in der aktuellen Season gibt es im Battle Pass eine MAC-10, für die MAC-10 ein Blueprint, die Gallantry. Dieser Blueprint hat
ein anderes Iron Sight, also Kimmer und Korn. Und aus diesem Grund ist es so, ihr müsst dann das Kimmer und Korn der Uzi, der MAC-10 hier gegenüber der Standard MAC-10 ist, dass das schmaler ist. Also ähnlich wie bei der Grau, das Visier, habt ihr nur noch so einen Strich statt diesem breiten Block. Das macht eben den Blueprint so unglaublich stark. Hier auch wieder den Agency Suppressor, dann den, nicht den längsten, aber den, ach auch nicht den zweitdrittlängsten. Also ich habe den Task Force eben für mehr Damage und mehr Reichweite und besseren Flugbahn sozusagen. Dann haben wir den Combat Stock, einfach für mehr Mobilität. Den Field Agent Grip wieder für mehr Recoil Control und ich habe das Trommelmagazin statt dem Salvo Mag, weil das ist dann doch sehr schnell leer und das Trommelmagazin ist in dem Fall wirklich stark. Kann ich nur empfehlen. Hier, wie gesagt, ihr müsst erst den Blueprint auswählen, also geht erst auf die MAC-10, geht dann auf Armory und wählt dann den hier aus. Also spielt euch den unbedingt frei, ich kann es nur empfehlen. Und dann ändert eben die Aufsätze so, wie ich sie hier habe. Und dann ist das Ding ein absolutes Biest. So, und jetzt kommen eigentlich meine aktuellen Meta-Schräger-Standardklassen. Also es ist so, die FFAR ist aktuell das ist eigentlich die stärkste Waffe, beziehungsweise die beiden. Das ist auch das, was ihr nachher im Titel sehen werdet. Das sind meiner Meinung nach aktuell die beiden stärksten Waffen, zumindest in Kombination. Ihr müsst natürlich immer schauen, wie euer Spielstil ist. Ich bin relativ aggressiver Spieler und relativ schneller Spieler, deswegen habe ich eben die K und keine HDR drin und die FFAR. Die FFAR ist ganz sehr, sehr, sehr gut, also glaube ich mit der AS-Val das schnellste Sturmgewehr mit einem echt guten Schaden und dann für Nah- und Midrange und dann die Sniper eben für Mid- bis in Anführungszeichen Longrange, weil die K kann man ja eigentlich nicht mit der HDR vergleichen. Auch hier wieder den Agency Suppressor, hier aber den längsten Lauf. Dann habe ich den Raider Stock hier für mehr Movement, den Field Agent Grip wieder für mehr Recoil Control und ich habe hier das Fast Mag für schnellere Nachladen. Kann ich nur empfehlen, so wie die Waffe hier aufgebaut ist, das Ding ein absolutes Biest und ihr gewinnt extrem viele Nahkämpfe, teilweise auch gegen MAC-10. Und als zweites habe ich die K hier. K baut sich wie folgt zusammen, eben wieder den Monolith Suppressor. Dann haben wir dazu eben den längsten Lauf, weil Sniper wollen wir ja. Tech Laser, Sniper Scope und das ist tatsächlich etwas, was ich zuletzt geändert hatte. Ich hatte vorher immer den Griff hier dran, damit das Ding schneller ranscoped. Darauf könnt ihr aber tatsächlich verzichten, denn das Ding ist so präzise, wenn ihr diesen STVOL Precision kommt, nehmt, den Schaft, dann ist das Ding so eine Maschine. Das Ding ist wirklich maximal präzise und ich kann euch nur empfehlen, probiert es aus. Das Ding, also das Ranscopen bei der K ist generell sehr schnell. Ihr werdet keinen Unterschied merken zwischen dem Aim-Down-Side-Speed vom Griff zum Stock. Ich kann es euch nur empfehlen, probiert es aus, wirklich. Und dann habe ich noch eine andere Klasse, weil ich da immer mal wieder Bock drauf hatte, die Kilo. Das ist eine Waffe, die eigentlich nie langweilig wird. Auch hier habe ich die Monolith Suppressor. Ich habe den längsten Lauf. Ich habe hier das Dreifach-Scope drauf, weil ich das Iron Sight tatsächlich nicht so gerne mag und soweit ich weiß, hat dieses Visier auch noch einen Hidden Perk, also einen versteckten Vorteil, dass dass der Recoil besser kontrolliert wird oder werden kann. Dann habe ich hier den Commando Foregrip drauf, ich weiß gar nicht, warum da der Ranger drauf war. Und das 60er Magazin, nicht das 100er, das macht euch unfassbar langsam, nehmt einfach das 60er, das reicht völlig. Und dann das Ding, die Kilo hat wirklich eine unfassbar starke Time to Kill. Und dazu kann ich euch zwei Waffen empfehlen, entweder ihr nehmt die K, was aber nicht unbedingt notwendig ist, weil ihr habt ja eigentlich schon eine mittschräger Longrange-Waffe mit der Kilo. Ich kann euch empfehlen, holt euch hier eine Secondary, wie beispielsweise die MAC-10, damit ihr im Nahkampf richtig, richtig stark seid. Oder beispielsweise auch die MP7. Kann ich euch auch ans Herz legen. Da zeige ich euch gleich auch noch eine Klasse. Da ich aber super gerne snipe, spiele ich die Waffen so. Wie gesagt, wenn ihr mit dem Snipen nicht so zufrieden seid oder da es einfach nicht mögt oder nicht so gut könnt, dann kann ich euch als Secondary eben eine MAC-10 oder MP7 zeigen. Die MAC-10-Klasse habt ihr ja schon gesehen. Die MP7 kommt gleich. Dann habe ich so auch so eine All-Time-Classic-Klasse. Die Grau, die einfach immer stark ist. Die habe ich euch eben auch schon gezeigt. Also der Aufbauplan hier sieht eben genauso aus. Und dazu eben wieder eine K. Genau mit demselben Aufsetzen wie vorhin auch. Super starke und ekelhafte Kombi. Kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich noch eine ganz andere Klasse mit zwei Extremen, die auch sehr, 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 sehr stark ist. Wir haben auf der einen Seite eben die K für die Long-Range- bzw. Mid-Range-Kämpfe. Die K ist, wie gesagt, durch das hohe Tempo halt auch auf
Midrange, wenn man relativ präzise ist, super stark. Und parallel dazu eben die MAC-10 für wirklich die Häuser und Nahkämpfe, die auch wirklich bis in Midrange mit dem Setup super stark ist. Kann ich euch nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Damit lasert ihr die Gegner einfach so unfassbar gut weg. Das ist unglaublich. Ja, und Aufsätze wie die ganze Zeit eben auch. Also da sind meine Klassen, was die Aufsätze angeht, immer relativ ähnlich. So, dann haben wir meine Solo-Klasse. Die Klasse spiele ich sehr, sehr, sehr gerne in Solos. Auch wieder die K über die Perks C4 und Heartbeat. Aber wir haben hier eigentlich das stärkste Sturmgewehr, was es eigentlich gibt von der Time to Kill her. Und hier sieht die Waffe eben wie folgt aus. Das Gute ist, ihr spart euch hier einen Aufsatz und könnt den woanders reinsetzen, weil der Aufsatz, weil hier Lauf und Aufsatz eben in einem sind. Deswegen nehmt ihr hier den großen Aufsatz, also nicht die kleinen, sondern den Schalldämpfer, den VLK 200mm USA. Eben wieder für Damage Range, das was in Warzone eben absolut wichtig ist. Tech Laser für die Mobilität, Commando Foregrip für die Mobilität. Das Problem hier, die gibt es eben wieder als 20 Schuss, 30 Schuss oder 10 Schuss Single Fire. Hier müsst ihr dann eben euch mit 30 zurechtkommen. Deswegen auch nur eine Solo-Klasse, weil wenn du gegen einzelne Gegner spielst, dann bräuchte ich euch da auf jeden Fall keinen Kopf machen. Und hier bin ich noch so ein bisschen am Pendeln, am Tendieren. Also ich nehme gerne fürs Tempo eben den Grip, den Triple Grip Tape für Aimdown, Side Speed und Sprint to Fire. Aber ab und zu nehme ich auch den VLK Strelok Aufsatz bzw. Schaft, der auch super stark ist und viele Vorteile bringt, aber eben nicht so für den Nahkampf, sondern eher wieder in Richtung Midrange geht. Das ist auf jeden Fall eine absolute Berserker-Waffe in Solos, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und dazu dann in Kombination mit der K auf Midrange absolut Zucker. So, dann haben wir hier unten eine Klasse, die nur für Mid-Perks ist, also nur damit ich meinen Geist eigentlich mitnehmen kann. Da habe ich das Schild genommen und das Messer, weil das Schild, also ich nehme mein Loadout, dann habe ich ja das Schild und das Messer in der Hand, wechsle dann auf meine erste Waffe, drücke dann 1, dabei er schnell aufs Messer wechselt und nehme dann die zweite Waffe mit. Dadurch, ja, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich die beiden Sachen da drin habe. Auch das Schild ist so ein bisschen for fun, also mehr ist das eigentlich nicht. So, und als letztes habe ich so meine, ich sag mal, Late-Game-Klasse. Es ist so, dass man ja ab und zu ganz spät aus dem Gulag kommt und dann vielleicht nochmal zum Loadout kommt, so in der vierten Zone. Und da ist es so, dass ich gerne eine Fully Loaded Klasse habe. Also sprich, wichtig ist, dass ihr das mit der MP macht, weil, zeige euch jetzt auch genau warum. Meine MP7 ist eben wie folgt aufgebaut. Ihr habt wieder den Monolith Suppressor, dann haben wir den langen Lauf, dann haben wir wieder den Tech Laser für ein bisschen Tempo, den Ranger Foregrip in dem Fall, für mehr Stabilität beim Schießen und das 60er Magazin. Gut, brauchen wir ja glaube ich nicht drüber reden, bin ich mehr als genug drauf eingegangen. Das ist eben meine MP7 Klasse, die super, super stark auf Close bis Midrange ist. Long Range lässt sie so ein bisschen zu wünschen übrig, aber gut, was erwartet ihr? Es ist eine MP. Das Ding lasert die Gegner aber so weg im Nahkampf. Das ist unglaublich. Da braucht ihr euch auf jeden Fall keine Gedanken machen. Und jetzt kommt nämlich der kleine Clou. Dadurch, dass die Pistols und die MPs ja dieselbe Munition verwenden, könnt ihr ein Secondary einfach eine Pistol auswählen und dort als extra Fully Loaded machen. Dann habt ihr automatisch maximale Munition fürs Late Game, müsst nicht irgendwie unnötig viel looten gehen, weil in der vierten Zone oder später, ganz ehrlich, habt ihr sowieso nicht die Möglichkeit viel, nicht mehr viel zu looten und deswegen kann ich euch das nur so empfehlen. Ihr habt eure Perks, ihr habt eine starke Primärwaffe, habt Geist und in dem Fall jetzt auch noch EOD. Wie gesagt, habe ich jetzt gerade alles nochmal in dem Video geändert und damit solltet ihr super gut im Late Game zurechtkommen. Das sind so meine aktuell 10 Klassen, also am liebsten spiele ich tatsächlich aktuell entweder mit der MAC-10 und Sniper oder der FFI und Sniper, weil die einfach unfassbar, das ist eine unfassbar starke Kombi. Die DMR und MAC-10 zusammen funktionieren immer noch, aber man muss die DMR wirklich spielen können, damit sie wirklich worth it ist und das ist aktuell wirklich sehr schwer. Ja, für Solos eben die AS-Val und Sniper. Ja, freut mich, dass ihr zugeschaut habt und euch die aktuellen Waffen und Metaklassen von mir mal angeschaut habt. Freue mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung. Wenn es euch gefallen hat, gerne, wie gesagt, Daumen hoch. Ich streame regelmäßig auf Twitch, 3-mal die Woche. Auch gerne unten in der Videobeschreibung auschecken. Und in diesem Sinne, schreibt in die Kommentare eure Lieblingsklassen und aktuellen Lieblingswaffen, mit denen ihr am besten zurechtkommt. Und falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, lasst es mich gerne wissen. In diesem Sinne, tschüss.